Heute reden wir über den König David und die Gnade Gottes in seinem Leben. Ja, David ist eine der erstaunlichsten Persönlichkeiten in der Bibel. Er war kein vollkommener Mensch und doch war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott war seine größte Sehnsucht und Leidenschaft und das von Jugend auf. Gottes Wort war die Richtschnur seines Lebens. Er liebte Gottes Wort. Und David konnte über seine Sünden weinen und sie aufrichtig bereuen. Davids Sohn Salomo bringt in seinem Gebet das Geheimnis des gesegneten Lebens seines Vaters auf den Punkt. Er betet zu Gott und sagt: Du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen. Warum? Weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Nun, das Rezept eines gesegneten Lebens, das wir von David lernen können, besteht in diesen Dingen, die Gott schätzt und im Leben eines jeden Menschen sucht. Salomo sagt: Weil er, David, vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens. Diese große Gnade Gottes begleitete nicht nur David in seinem irdischen Leben, sondern war auch sein Vermächtnis, das er seinen Kindern und allen seinen Nachkommen hinterlassen hat. Wir lesen in Psalm 18, Vers 51, dort heißt es: Gott, der seinem König große Rettung schenkt und Gnade erweist seinem gesalbten David und seinen Nachkommen ewig. Weil David der König Israels war, vererbt er dieses Vermächtnis an sein ganzes Volk für den gesamten Verlauf seiner irdischen Geschichte. Auch wenn Gott sein Volk immer wieder strafend erziehen musste, waren diese Strafen Gottes immer zeitlich befristet und hatten einen heiligenden Charakter. Am Ende einer jeden Gerichtsmaßnahme wartete immer Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gnade auf Israel. So hatte Gott es seinem Knecht David verheißen. In den Gnadenverheißungen Gottes, die er David gegeben hat, ist auch die endzeitliche Erlösung Israels enthalten. So sagt zum Beispiel der Prophet Hosea: Danach, nachdem sie bestimmte Strafmaßnahmen Gottes zu erdulden haben werden, danach werden die Israeliten umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Die Verheißung der Gnade Gottes an David gipfelt in dem Messias Israels, der ein Nachkomme Davids und der Erlöser des Volkes Israel und der Welt ist. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass er ihn aber, Christus, eben von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt: Ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Immer wieder bezieht sich Gott auf David und seine Beziehung zu ihm und die Verheißungen, die er David gegeben hatte. Doch auch David selbst erhielt von dem Herrn eine Verheißung, die weit über sein irdisches, kurzes Leben hinausreicht und eine Ewigkeitsdimension enthält. Diese Verheißung hat Gott ungewöhnlich klar und detailliert formuliert. Im zweiten Buch Samuel, in Kapitel 7, lesen wir: So spricht der Herr Zebaoth: Ich will dir, David, einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir
ein Haus bauen will. Dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Was für eine gewaltige Verheißung erhält David von seinem Gott. David war also nicht nur in der Vergangenheit der König Israels, er wird es auch in der Zukunft und in der Ewigkeit sein. Gott verbürgt sich dafür, dass Davids Königtum beständig sein wird in alle Ewigkeit, und auch sein Thron wird ewiglich bestehen. Bei den Propheten finden sich immer wieder klare Hinweise darauf, dass David selbst, er selbst, im tausendjährigen Friedensreich des Messias wieder der König Israels sein wird. So lesen wir bei Hesekiel Kapitel 37, Vers 24. Dort heißt es: Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Hier ist die Rede vom tausendjährigen Friedensreich, das Jesus Christus auf dieser Erde aufbauen wird. Oder auch Hosea Kapitel 3, Vers 5, der Vers, den wir schon gelesen hatten: Danach werden die Israeliten umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Auch hier ist die Rede vom Millennium des Friedens, das noch kommen soll. Damit ist David für uns ein Muster für die ewige Dimension der unerklärlichen Gnade Gottes.